Bon après-midi, il faut cuisiner, Monsieur, Dame. Ich lese das Buch, Schulbuch Der junge Koch, die junge Köchin, ein Buch ohne Serifen. Im Druck ist es deshalb relativ schwierig zu lesen. Mit dem Inhalt bin ich teilweise gar nicht einverstanden. Ich zeige das Buch. Es ist das Buch, Schulbuch für Köche, deshalb wird es vorgelesen. So, ich bin angekommen bei die 7 HACCP Grundsätze in Klammern Artikel 5. Da steht unter 2.3 Verordnung über Lebensmittelhygiene, Basishygiene, Kapitel Umwelt und Verbraucherschutz, Teil Einführung. Die 7 HACCP Grundsätze in Klammern Artikel 5. Erstens. Durchführung einer Gefahrenanalyse. Der komplette Herstellungsprozess jedes Produktes muss analysiert werden. Der komplette Herstellungsprozess jedes Produktes muss analysiert werden, um mögliche Gefahrenstellen zu vermeiden oder auszustalten. Jeder Herstellungsschritt, von dem eine mögliche Gefahr für den Gast ausgeht, wird markiert, in Klammern zum Beispiel in einem Ablaufplan. Zweitens, Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte, Critical Control Points, CCP. Mithilfe der in Schritt 1 herausgefundenen Gefahrenstellen werden Prüf- und Steuerpunkte im Herstellungsprozess festgelegt. Dort ist ein Eingreifen möglich, um eine Gefährdung für den Gast auszuschließen, zu reduzieren. Drittens, Festlegung von Grenzwerten und Überwachungsmerkmalen. Nun werden für jeden Prüf- und Steuerpunkt konkrete Merkmale bestimmt, zum Beispiel Temperatur und pH-Wert. Ich sehe schon, wie jemand regelmäßig durch eine Gasthausküche läuft und den pH-Wert misst. Die dafür geltenden Grenzwerte, so wird klar, welche Werte zulässig sind. Viertens, Festlegung von Überwachungsmaßnahmen. Hier wird bestimmt, wie, in Klammern mit welchen Verfahren, die Messwerte aus Punkt 3 ermittelt werden sollen, zum Beispiel Kerntemperaturmessung oder pH-Test. Fünftens, Festlegung von Korrekturmaßnahmen. Es wird bestimmt, was passiert, wenn die Grenzwerte an kritischen Kontrollpunkten nicht eingehalten wurden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um wieder gültige Werte zu erzielen. Sechstens, Überprüfen des HACCP-Konzepts. Ich möchte dazu sagen, das mit der Temperaturmessung halte ich für realistisch und manchmal auch für wichtig. Zeitmessung geht auch noch, zum Beispiel wie lange man verderbliche Sachen außerhalb des Kühlschranks, der auf 4 Grad eingestellt sein sollte, lässt. Aber nee. Sechstens, Überprüfung des HACCP-Konzeptes. Es muss festgelegt werden, wie überprüft werden kann, ob alle Mitarbeiter die Vorschriften der Schritte 1 bis 5 einhalten. Außerdem muss das gesamte HACCP-Konzept immer auf dem neuesten Stand sein, zum Beispiel jedes Mal angepasst werden, wenn sich etwas am Herstellungsprozess ändert. Ich sehe das schon, wenn es was im Supermarkt nicht gibt, dann schreibe ich erstmal ein neues HACCP-Konzept. Dokumentation des HACCP-Konzeptes. Siebtens. Nur eine lückenlose Aufzeichnung gewährleistet ein sicheres HACCP-Konzept. Deshalb muss der Betrieb dokumentieren, dass an jedem Punkt von allen Mitarbeitern alles ordnungsgemäß erfüllt wurde. Die Aufzeichnungen sollen der Größe des Betriebes angemessen sein. Sie müssen für Prüfzwecke längere Zeit aufbewahrt werden. Lecco mio popo blanco. Mehr sage ich dazu nicht. Ich bin kein Krankenhaus. Die nebenstehende Grafik zeigt, dass viele Erkrankungen in Verbindung mit Lebensmitteln durch menschliches Verhalten bedingt werden. Erhitzungsfehler, Übertragung durch Menschen, Hygienemängel, Mängel, Herstellungsfehler, Lagerungsfehler, alle Dinge, die nicht sein müssen. Ich sehe schon, wie ich regelmäßig von Mitarbeitern einen Abstrich nehme.
und dann auf dem Nährboden aufbringen, um zu gucken, ob sich die Hände gewaschen haben. Das HACCP-Konzept dient der vorbeugenden Anwendung von Hygienemaßnahmen. Es umfasst die Bereiche Betriebshygiene, Personalhygiene und Umgang mit Lebensmitteln, in Klammer Produkthygiene. Die Verantwortung liegt beim Unternehmer, ich bin keiner. Ich habe auch keine Angestellten. So. Lebensmittelvergiftung durch Salmonellen, Lagerung falsch oder zu lange, das ist das mit dem Kühlschrank. Das kann man leisten, indem man darauf achtet, wie lange man was draußen stehen lässt, bevor es wieder bei 4 Grad in den Kühlschrank geht oder in die Kühlung bei unter, ich weiß gar nicht, gibt es auch Grenzwerte, kann man nachgucken. Herstellungsfehler sind auch 23,5%, Hygienemangel, da wäscht sich wieder mal einer nicht die Hände, Übertragung durch Menschen. Erhitzungsfehler, ja, kann man auch vermeiden mit einem Thermometer, halte ich auch noch für realistisch. Fehlerhafte Rohware, da hört schon auf, und Verpackungs- oder Transportfehler kann man auch nicht vermeiden. Naja, es geht dann weiter mit Betriebshygiene. Tschüss.